Dieses Video zeigt Ihnen die wichtigsten Handgriffe im Content Management System U5. Der Einstieg. Surfen Sie auf die Seite Ihrer Homepage, welche Sie ändern möchten, und doppelklicken Sie oben links. Wir wollen zum Beispiel die Jahreszahl 2005 hier ändern. Doppelklick oben links und Sie befinden sich im Content Management System. Falls Sie noch nicht eingeloggt waren, würden Sie nach Username und Passwort gefragt. Was sehen Sie hier? Links die Vorschau, hier ist wieder unsere Jahreszahl, in der Vorschau können Sie nicht schreiben und hier rechts der Teil, wo Sie schreiben können. Hier ist wieder unsere Jahreszahl, 2005 wird geändert zu 2004. Sie sehen die Vorschau, ändert sich sofort mit. Hier ist der Speichern-Knopf, der hat einen Stern gekriegt, da Sie Änderungen gemacht haben. Sie speichern durch Klicken. Sie können jederzeit auf dieses P-Preview hier klicken, um die echte Website wieder zu öffnen. Voilà, auch hier, die Änderung ist nun live. Sie sehen, dass es diese Seite in Sprachversionen gibt, Deutsch, Englisch ist noch leer, gibt's nicht. Französisch gibt's schon. Sie können diese Sprachversionen unabhängig voneinander erstellen. Wenn eine Sprache fehlt, kommt beim Surfen die Fallback-Sprache zum Zuge. Also ein Engländer würde in unserem Fall die deutsche Seite sehen, weil es Englisch noch nicht gibt. Wie macht man eine neue Seite? Ganz rechts haben Sie Ihr Depot, das sogenannte Repository. Unter P sind alle Ihre Seiten deponiert. Unter I sind Ihre Bilder deponiert. Unter D sind Ihre Dokumente. Unter V Ihre Videos. Unter E die externen Links. Unter S sind die Spezialfunktionen. Und unter A die Kontoverwaltung. Gehen wir zu P, Pages, um eine neue Seite zu machen. Ich klicke auf New. Die Seite muss getauft werden, zum Beispiel A New Test Page. Wichtig ist, dass der Name im System noch nie verwendet wurde. Das System prüft das für Sie. Name is available, das ist gut. Insert New Item und unsere neue Seite A New Test Page ist nun vorhanden und wir sind gleich darauf. Ich kann hier jetzt Text schreiben. Wie formatiert man Text? Die Formate finden Sie alle hier unter Insert. Zum Beispiel gibt es Titel. Der Haupttitel wird zwischen vier Eckklammern geschrieben. Sie können jetzt hier den Titel reinschreiben. Und darunter den Text erfassen. Wie fügt man Bilder ein? Die Bilder sind unter I hier oben gespeichert. Sie platzieren den Cursor und gehen zu einem Bild. Zum Beispiel zu dem hier, Stefan Minder. Sie klicken auf den rechten Pfeil und fügen das Bild ein. Sie sehen nun, was passiert. Die Vorschau wird sofort nachgeführt und das Bild wird in dem Teil, wo Sie schreiben können, in einfachen Eckklammern referenziert. Das ist im ganzen System so. Alle Referenzen sind in einfachen Eckklammern. Egal, ob es ein interner, ein externer Link, ein Bild oder ein Dokument ist. Wie lädt man ein neues Bild hoch? Sie klicken bei I auf New und taufen das neue Bild. A New Test Image. Zum Beispiel, auch hier, der Name darf noch nicht verwendet worden sein. Name is available. Insert New Item. Sie sehen nun, A New Test Image ist vorhanden und hat ein rotes U, weil noch kein Bild hochgeladen wurde. Wir laden nun ein Bild hoch, klicken auf das U
und sehen, aha, wir können das Bild nicht nur einmal, sondern gleich dreimal hochladen. Nämlich, wenn nötig, pro Sprachversion ein Bild. Das macht Sinn, wenn Textstellen im Bild sind, die übersetzt werden müssen, und hat den Vorteil, dass der Platzhalter A New Test Image immer gleich heißt in jeder Sprachversion, weil dann das System bei der Anzeige automatisch das richtige Bild wählt. Wenn nur ein Bild notwendig ist, weil es keine Sprachversionen braucht, laden Sie einfach zu oberst hier eines hoch, durchsuchen. Sie wählen ein Bild auf Ihrer Festplatte, zum Beispiel Claudia 2, es muss ein JPEG-Bild sein, und schon ist es hochgeladen. Dieses Fenster hier können wir nun schließen. Wir platzieren unseren Cursor hier und setzen A New Test Image ein. Hier ist es. Sie sehen nun, Claudia 2 alias A New Test Image wurde eingesetzt, hat aber noch keine Bildunterschrift. Hier gibt es bereits eine Bildunterschrift, hier fehlt sie. Die Bildunterschrift wird in den Metadaten des Bildes erfasst. Unter M. Die Metadaten bestehen aus dem Alttext, aus der Short Caption und aus der Long Caption. Was ist was? Der Alttext ist der Text, welcher blinden Benutzern vorgelesen wird, wenn sie die Seite besuchen. Die Short Caption ist der Text, welcher unter dem kleinen Bild hier erscheinen wird. Und die Long Caption ist der Text, welcher erscheinen wird, wenn das Bild in Vergrößerung angezeigt wird. Wir speichern die Metadaten. Et voilà, hier ist unsere Short Caption. Sie sehen nun, dass die Bilder nebeneinander gesetzt wurden, obwohl hier im Beschriftungsteil die Bilder untereinander referenziert sind. Sie können unter I, was jetzt hier schon ausgeklappt ist, einen Paragraphen einsetzen, der bewirkt einen Umbruch, damit der Inhalt nach unten gesetzt wird. Genauso funktioniert es mit Videos. Ich entferne mal diese Bilder hier und gehe zu V wie Videos. Da ist bereits ein Video. Ich füge dieses ein und es wird hier wieder in Eckklammern referenziert und hier sofort angezeigt. Das Video ist auch abspielbar. Voilà. Sie haben nun gesehen, dass dieses Video ein schwarzes Startbild hatte. Wenn Sie dieses Startbild ausfüllen wollen mit einem Stillbild, können Sie dieses bei den Bildern hochladen und genau gleich nennen wie das Video, aber noch am Anfang ein V dazu fügen. Unser Bild muss also heißen V Video 1. Ich mache den entsprechenden Platzhalter V Video 1. Name is available, das ist gut. Insert new item. Hier ist es alphabetisch eingeordnet, V Video 1, Upload, durchsuchen. Ich nehme wieder Claudia 2, testens halber. Surfe zur Seite mit P, zuerst noch speichern, P. Und Sie sehen nun, unsere Claudia 2 ist das Startbild des Videos. Und hier starte ich das Video. Ebenfalls das Video hat Metadaten. Unser Video hat jetzt hier schon die Buchstaben DESC im Caption. Schauen wir, wo das steckt, nämlich beim Video unter M wie Metadaten. Voilà, das Long Caption kommt also hierhin. Wir können hier noch etwas Sinnvolleres schreiben. Und hier ist die Videounterschrift.
Wenn Sie PDF-Dateien, PowerPoint-Dateien oder zum Beispiel Word-Dokumente einlinken wollen, ich entferne das Video mal, funktioniert es genau gleich, nämlich unter D können Sie mit New Platzhalter machen, mit Upload dann beim Platzhalter 1 bis 3 Sprachversionen des Dokumentes hochladen. Wir haben hier schon eines, gucken wir mal rein. Von diesem Test-Doc wurden tatsächlich 3 Sprachversionen hochgeladen. Und dann können Sie diesen Link hier einsetzen mit dem rechten Pfeil. Sie sehen nun, da steht einfach Link. Sie können diesen Linktext links vom Doppelpunkt mit etwas überschreiben, zum Beispiel Kochbuch. Und dann wird dieser Linktext hier ausgegeben. Also die Regel ist, die Referenz wie immer in einfachen Eckklammern mit Doppelpunkt rechts vom Doppelpunkt, die Referenz, die zu diesem Platzhalternamen hier passen muss, und links vom Doppelpunkt fakultativ der Linktext, der hier angezeigt werden soll. Machen wir noch beispielhaft einen externen Link, die sind unter E. New, um einen Platzhalter zu machen. Zum Beispiel Homepage Uni Bern. Name is available, das ist gut. Insert new item. In den Metadaten wird der Rest erfasst. Zum Beispiel der Linktext, Homepage Uni Bern. Und ganz wichtig natürlich die URL. Wie surft man zu dieser Homepage? HTTP. Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich, www.unibe.ch. Auch hier könnte man verschiedene URLs und Linktexte pro Sprache erfassen. Wenn man nur Deutsch erfasst, gilt dann einfach das des deutschen Teils, auch auf den englischen Seiten und den französischen. Ich setze das ein mit dem rechten Pfeil. Voilà. Homepage Uni-Bern. Der Linktext Homepage Uni Bern kommt aus den Metadaten. Weil es ein externer Link ist, wird das hier noch symbolisiert. Man könnte den Linktext hier übersteuern. Dann wird das hier ausgegeben. Wir haben vorhin ein neues Bild angelegt. Wie geht man vor, wenn man an einer Stelle ein ganzes Album zeigen will? Gehen wir zurück zu unseren Bildern. Wir fügen unsere Claudia alias A New Test Image nochmals ein. Ich möchte Ihnen noch Folgendes zeigen. Wenn Sie dieses Bild hier größer angezeigt haben möchten, machen Sie einen Doppelpunkt einfach vor das Bild. Das noch nebenbei. Aber jetzt wollen wir ein Album anlegen. Hier gibt es schon eines, aber wir machen ein neues. New. Zum Beispiel taufen wir das Album 2. Das muss nicht Album heißen, ich nenne es jetzt einfach Album 2. Aha. Aber bevor ich das tue, sehr wichtig, Switch to Album Mode. Wenn Sie das vergessen, würden Sie jetzt wieder ein Einzelbild hochladen. Also Switch to Album Mode, nicht vergessen. Und erst jetzt Album 2. Insert New Item. Da ist es, unser Album 2, und es wird mit einem A auf blauem Grund markiert. Das ist also ein Album, was uns ermöglicht, an einer Stelle mehrere Bilder, beliebig viele, zu platzieren. Ich mache den Upload, U, lade das erste Bild hoch, zum Beispiel Pädiatrie. Da ist es. Ich lade das zweite Bild hoch, was ich will. Zum Beispiel Feedback. Und noch ein drittes, so viele wie Sie wollen. Das ist unser Album jetzt bestehend aus nur 3 Bildern in diesem Fall. Auch hier können Sie das ganz klassisch einfügen. Sie müssen natürlich Sachen nicht zwingend mit diesem Pfeil einfügen. Sie könnten auch tippen, Eckklammer, Album 1. Klammer zu. Jetzt habe ich das Falsche erwischt.
Wir wollten ja unser Album 2. Voilà. Hier ist es. So sieht es aus. Das erste Bild wird gezeigt. Total 3 Bilder. Auch hier können Sie in den Metadaten wieder eine Bildunterschrift machen, wenn Sie möchten. Alttext für die blinden Besucher. Short Caption, das unter dem kleinen Bild. Und Long Caption, wenn das vergrößert angezeigt wird. Speichern. Voilà, hier ist unsere Short Caption. Ich speichere das und gehe mal zur Live-Seite. Hier auf das P klicken, also nicht auf das Runde, sondern auf den Buchstaben P. Hier ist unser kleines Album. Wenn ich jetzt da draufklicke, wird es vergrößert. Erstes Bild von 3, die Long Caption wird gezeigt. Und dann kann man hier blättern im Kreis herum, wenn man will. Ich schließe die Live-Seite. Auch hier können Sie einen Doppelpunkt davor setzen und dann wird es groß angezeigt auf Ihrer Seite. Und bei Alben können Sie jetzt sogar einen zweiten Doppelpunkt machen, dann wird es folgendermaßen angezeigt. Ich speichere, gehe mit dem P zur Live-Seite. Der zweite Doppelpunkt generiert diese Anzeige hier. Da kann man so durch die vielen Fotos, egal wie viele es sind, durchschieben. Ich klicke mal auf eines, dann wird es vergrößert und diese Variante geht dann immer noch. Ich schließe wieder die Live-Seite und bin wieder im CMS. Ich leere hier mal alles und wir betrachten ein paar Formate. Was wir schon gesehen haben, ist Haupttitel in Viereckklammern, Subtitel in 3 Eckklammern und Untersubtitel in 2. Da kann man einfach reinschreiben. Man könnte natürlich die Eckklammern auch manuell tippen, wenn man möchte. Dann käme hier ein bisschen Text. Und betrachten wir mal die Abbreviation. Wenn Sie Abkürzungen haben, zum Beispiel die Abkürzung LMS, übersetzen Sie die Abkürzung am besten zwischen dem Tag AB und Ende AB. Da, in der Form Learning Management System gleich LMS. Machen wir noch ein bisschen Text herum. In den heutigen Learning Management System LMS sind Foren Standard. Das sei unser Satz und Sie sehen, wie das ausgegeben wird. Nur die Abkürzung wird ausgegeben, aber on mouse over wird die übersetzt, ausgeschrieben. Learning Management System. Der Unterschied Abbreviation-Akronym ist, Abbreviation werden buchstabiert, LMS, und Akronyme sind Abkürzungen, die ausgesprochen werden, wie zum Beispiel AFAIC. As far as I know. Wir können mal gucken, was da für ein Beispiel hinterlegt ist. Akronym. ROM, genau. Read-Only Memory wird nicht gesprochen als ROM, sondern als ROM. Deshalb kommt es nicht zwischen AB, AB, sondern zwischen AC, AC, damit die Vorleseprogramme für blinde Benutzer wissen, wie das ausgesprochen werden muss. Danke, Stefan, für deine Ausführungen. Machen wir nun einen kleinen Exkurs zum Publicy Status. Hier kann man einstellen, ob eine Seite öffentlich ist oder nicht. Man kann sie offline schalten, damit sie niemand mehr sehen kann. Man kann auch Logins setzen. Als Beispiel habe ich den Benutzernamen Peter und das Passwort 1234 eingegeben. Jetzt kann man diese Seite nur noch mit diesem Login sehen und natürlich auch
mit Ihrem Content Management System Administratoren-Login. Das heißt, wenn Sie das Login Peter1234 testen wollen, müssen Sie einen anderen Browser öffnen, sonst merken Sie nichts davon, weil Sie als Administrator jetzt gerade im Content Management System eingeloggt sind. Man kann auch mehrere Logins vergeben. Zum Beispiel füge ich noch Hans als Benutzernamen und Let Me In als Passwort ein. Die Logins müssen links immer mit einem Fragezeichen abgegrenzt werden. Benutzername und Passwort werden mit einem Doppelpunkt separiert und die Zeile wird mit einem Semikolon terminiert. All das finden Sie auch unter I, dort bei Publicy Status. So, es gibt da noch andere Formate. Zum Beispiel können Sie ganze Formulare einsetzen. Da kommt ein Musterformular, das Sie beliebig abändern können. Was muss man hier wissen? Gut zu wissen ist, dass Felder, die obligatorischerweise auszufüllen sind, irgendwie betauft werden, zum Beispiel Name, gefolgt von einem Unterstrich. Mandatory. Dann weiß das System, das muss ausgefüllt sein, sonst kann man nicht speichern. Das Sternchen, damit der Benutzer das auch sieht, müssen Sie beim Label selber hin tun. Wenn nun jemand so ein Formular ausfüllt, kriegen Sie das Formular per E-Mail und zwar an die E-Mail-Adresse, die Sie hier hinterlegen, im Feldchen Our E-Mail. Sie kriegen es aber nicht nur per E-Mail. Das Formular wird bei den Spezialfunktionen auch noch gespeichert unter Form Data. Da ist noch nichts drin, aber die abgesendeten Formulare werden hier aufgelistet und Sie können es dann jederzeit in Excel öffnen. Sie sehen, dass es hier in den Spezialfunktionen auch noch ein sogenanntes Titelfixum gibt. Was ist das? Jede Seite kriegt einen Titel für die Suchmaschinen und wenn Sie etwas Fixes im Titel am Ende des Titels haben möchten, definieren Sie das hier. Und der Titel pro Seite ist auf der Seite hier bei M. Ich bin jetzt hier auf a New Test Page. Ich gebe der einen Titel, meine Testseite, speichere das und surfe mal zur Live-Seite, hier aufs P klicken. Und so sieht das nun aus, meine Testseite und dann rechts davon das Titelfixum, soweit es Platz hat. Was gibt es noch in den Spezialfunktionen? Sie definieren, welche Seite Ihre Startseite, Ihre eigentliche Homepage ist. Bei uns ist es jetzt die Seite Philosophie. Das ist im Repository, in Ihrem Depot bei den Seiten auch gekennzeichnet. Die Philosophie-Seite erhält hier diesen Pfeil, um zu zeigen, das ist Ihre Homepage. Das bedeutet also, wenn man einfach zur Hauptseite oder zur Homepage surft, U5 UniBCH ist unsere, wird das, was als Homepage definiert ist, bei uns Philosophie, als Startseite angezeigt. Diese Radios hier stellen die Ansicht der Listen ein. Gehen wir mal zu den Bildern und wechseln wir das Pair-Radio hier auf die rechte Position. Und Sie sehen, aha, die kleinen Bildchen werden eingeblendet. Das ist also Preview aus ein. Und das S ist die Sortierung nach Alphabet oder nach Datum. Nach Datum ist das neueste zu oberst und so ist es nach Alphabet. Und F ist ein Filter. Wenn Sie das Filter einschalten, werden nicht mehr alle Bilder angezeigt, sondern nur Bilder, die noch unverlinkt sind, oder Bilder, die auf der gerade zu editierenden Seite eingelinkt sind. Und wenn das Filter wieder links ist, wird alles angezeigt. Betrachten wir noch diese kleinen Links hier. R steht für Rename. L steht für Localize. Wenn Sie da draufklicken, sehen Sie, wo überall das Album 1 verwendet wird, auf welchen Seiten.
Übrigens, renamet einfach diesen Platzhalter hier und die Referenzen auf den Seiten, falls es verändert wird, werden nachgeführt. Also es gibt dann nach dem Rename nicht tote Links. Sie können auch etwas kopieren, Platzhalter inklusive sein Inhalt. Sie können den Platzhalter inklusive seinen Inhalt löschen, delete. Wenn Sie das machen, delete, gibt es dann natürlich tote Links, falls das Album eins irgendwo verwendet wird. Die Metadaten kennen Sie bereits. Die da. Und U kennen Sie auch schon. Das ist der File Upload. Wo haben wir noch nicht reingeguckt? Bei A. Account. Dort können Sie Ihr Passwort wechseln und andere Benutzer managen, falls Sie die Rechte dazu haben. Wenn Sie jemanden einladen wollen, damit der mitarbeiten kann in diesem System, geben Sie einfach seine E-Mail-Adresse ein und klicken auf Send. Dann kriegt diese Person eine E-Mail mit dem Login zugestellt. So, etwas haben wir noch nicht betrachtet, nämlich wie verlinkt man eigentlich die eigenen Seiten unter sich und wie führt man die Hauptnavigation nach. Das habe ich noch vergessen. Ich gehe da mal zurück zu P, zu meinen Seiten. Ich bin immer noch auf meiner A New Test Page. Ich nehme da mal alles raus. Wenn Sie auf Ihrer Seite A New Test Page zum Beispiel einen internen Link haben möchten zu, sagen wir, unserer Philosophie-Seite, zu unserer Homepage, können Sie auch einfach diesen Link ganz normal einfügen. Als Referenz, wie Sie es schon kennen, rechts vom Doppelpunkt die Referenz, die da zu diesem Platzhalter anpassen muss. Links vom Doppelpunkt ein allfälliger Linktext, der den Standard-Linktext übersteuern könnte. Also der Standard-Linktext kommt jetzt natürlich aus den Metadaten von Philosophie. Und die sind, weil Seiten sind nicht hier unter M, gucken wir mal. Ah, speichern sollte man noch beim Seitenwechseln. Also klicken wir mal auf Philosophie, da sind wir auf der Philosophie-Seite und deren Metadaten sind eben hier. Die Seitenmetadaten sind da auf dem M, weil es hier keins hat. Dieser Titel ist also auch der Standard-Linktext. Ich gehe wieder zurück auf A New Test Page. Sie sehen, der Titel ist der Standard-Linktext und den kann man hier übersteuern. Link zur Startseite. Voilà. Das wollte ich noch zeigen. Interne Links, dann noch die Navigation. Vorher noch aktive E-Mail-Adressen. Wir haben zum Beispiel diese E-Mail-Adresse da. studmet@yaml.unib.ch. Und Sie sehen, aha, die wird nicht aktiv. Wie macht man das nun richtig? Ich nehme die weg. Man muss einen externen Link zu dieser E-Mail-Adresse machen. New, irgendwas als Taufakt eingeben, zum Beispiel Mail to StudMed. Insert New Item, da haben wir einen Platzhalter. Da ist er. Und er kriegt nun Metadaten. Der Linktext ist natürlich die E-Mail-Adresse selber. Und die URL ist jetzt Mail to Doppelpunkt ohne jeglichen Leerschlag studmet@yaml.unib.ch. Alttext braucht es nicht. Safe. Und jetzt fügen wir diese Referenz ein. Et voilà, die ist aktiv. Da brauchen wir eigentlich keine Linktextübersteuerung. Man kann das so stehen lassen, man kann es auch wegnehmen. Bis und ohne oder bis und mit Doppelpunkt. So macht man aktive E-Mail-Adressen. Die werden nicht besonders geschützt. Das ist heute auch nicht mehr notwendig und nicht sinnvoll, weil die Roboter die E-Mail-Adressen einsammeln, können auch geschützte E-Mail-Adressen einsammeln.
außer wenn sie ein Bild sind. Dann können das die Roboter nicht. Aber so at in Klammern und dot anstatt Punkt, das ist heute sinnlos. Jetzt noch zur Hauptnavigation. Die Hauptnavigation ist einfach eine Seite. Hier ist sie. Die hat also ein H, weil die nicht als ansurfbare Seite gilt. Hidden. Weil es eine Spezialseite ist. Speichere mal nicht. So sieht die aus. Die Gartenhage zeigen die Navigationsstufe. Also all die einzelnen Gartenhage sind die Hauptnavigationspunkte. Gucken wir, Philosophie, Angebot, HC Science, Philosophie, Angebot, HC Science. Rechts vom Doppelpunkt die Referenz, die da zur Seite, zum Seitenplatzhalternamen passen muss. Und links vom Doppelpunkt das, was der Benutzer lesen soll. Der Unterschied ist jetzt klein, großes P, kleines P, aber der Benutzer soll das ja mit großem P lesen. Hier ein Spezialfall, auf der zweiten Navigationsebene etwas, was für den Benutzer blind ist, nur im Hintergrund in der Hauptnavigation. Das hat den Vorteil, dass das Highlighting, die Mechanik dann trotzdem stimmt in der Navigation. Da kann man so blinde Punkte mitführen. Hier haben wir die HC Science, das hier, mit zwei, sogar mit drei Unterpunkten. Ich klicke da mal drauf, da werden die sichtbar. Forschungsprojekte, Lehre und Publikationen. Und auch das Team hat zwei Unterpunkte hier und hier nur einen. Kontaktformular ist auch wieder blind. Ich gehe da mal auf den Lageplan, Kontaktformular. Und Sie sehen nun den Effekt, dank der Situation, dass das Kontaktformular hier blind mitgeführt wird. Wenn man drauf surft aufs Kontaktformular, bleibt Team fett, wenn das hier nicht eingeordnet wäre in der Hauptnavigation. Wäre das jetzt nicht mehr fett und da ging ein bisschen der Kontext verloren für den Benutzer. So einfach funktioniert die Hauptnavigation, da können Sie beliebig auf zwei Hierarchiestufen Seiten, die es gibt, hinzufügen.